Hallo ihr Lieben, dies ist eine neue Folge Gartenrundgang und Sperrmüllschätze. Das Ganze heute ohne Sperrmüllschätze, aber ich wollte nicht nur eine eigene Reihe oder so anfangen für den August. Ich werde einfach zeigen, was sich alles so im Garten getan hat. Sperrmüllschätze ist wieder wann anders dran. Findet sich sicherlich irgendwas, was wieder in meinem Garten findet. Ansonsten für alle Interessierten und die vielleicht auch gar nicht alle Folgen bei mir gesehen haben. Ich habe jede Menge Folgen zu Sperrmüllschätzen schon online gebracht. Ich weiß gar nicht, im Juni fängt das an. Generell war das schon immer eine Sache, die mich parallel begleitet hat. Hat immer wieder hin oder wieder was in meinen Garten gefunden. Okay, heute ist der Gartenrundgang dran und damit starte ich jetzt. Also bleibt dran. Hier direkt vor mir, ihr kennt das mit den Tomaten. Da will ich auch gar nicht so auf die Tomaten eingehen. Ich glaube, ihr könnt sehen, was ich meine. Richtig schön. Aber hier, hui. Leider ist mir das ganze Tomatendach jetzt abgerissen. Da sollte das nächste Mal eine stabilere Konstruktion her. Ich glaube aber mittlerweile, ich bin selber schuld, weil, seht ihr die zwei roten Steinchen da oben? Die habe ich zum Beschweren wegen des Windes eine Zeit lang oben rauf gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass dadurch so kleine Risse entstanden sind und kleine Risse werden größer. Und so hat sich das dann nach und nach abgeschält. Aber die Tomaten kriegen auch noch mal ein bisschen Sonne mehr. Und ein bisschen Platz mehr, das wächst da ja oben schon hinaus, könnt ihr ja sehen, aufs Dach des Tomatenbunkers. Und ja, ansonsten, Rest ist selbsterklärend. Gurken kommen übrigens keine mehr, da bin ich auch nicht mehr scharf drauf, das ist super. Die Pflanze kann ich dann irgendwann auch nochmal rausreißen. Ich habe sie jetzt nochmal gelassen, falls sich was fürs Foodsharing ergibt. Apropos Gurken komme ich jetzt auf den Herbert schräg gegenüber. Der hat ein paar Schmorgurken gerade ja, die Auslage gelegt für die Allgemeinheit. Finde ich super geil. Wir wollen bestimmt 10 Stück oder so. Und von Selby Gam habe ich noch was geschenkt gekriegt. Aber bevor ich dazu komme, zeige ich euch erstmal, was da passiert ist, wo ich jetzt gerade stehe. Und zwar war ich sehr, sehr, sehr fleißig und habe ein bisschen frei gemacht, habe Turbinumbur geköpft und ein bisschen alles ein bisschen kleiner gemacht, nachgeguckt, ein bisschen experimentiert auch. Kann ich euch jetzt nicht alles nachliefern, aber das Ergebnis, ach guck mal, fange ich mal lieber ganz woanders an. Hui. Okay, wie ihr sehen könnt, ist alles frei jetzt. Haben übrigens auch ein paar große Steinchen in meinem Garten gefunden. Ich werde jetzt von rechts noch nicht zu viel vorwegnehmen. Ja, aber die Schneise ist wieder frei. Hier konnte man ja zuletzt kaum durchlaufen. Ja, und worauf will ich hinaus? Ich war fleißig beim Podest. Überall jetzt Weide rein. Die Weide habe ich bekommen. Hier zwei Topinambur-Pflanzen, die, ja, die müssen schon über 2 Meter sein. Ja, hier auch Weide drin. Und hier auch ganz viel. Hab ein bisschen Unkraut frei gemacht. Ihr wisst ja, wie vollgewachsen das war für alle, die mich verfolgen. Und dann hier auch am Rand überall Weide rein, große kleine Stöcke, alles ein bisschen zum Experimentieren, gucken, wie sich das entwickelt. Und von den Weidestöckern, die ich drin hatte, haben sich letztendlich nur 3 weiterentwickelt. Unkraut wurde zu hoch und hat die Energie geklaut, mit Sicherheit. Das ist einmal das Teil hier, könnt ihr das sehen, ja, ist ein bisschen getarnt durch die Farben. Und dann da nochmal ein kleineres Stück, das wäre dann das hier. Das ist die Weide, die am Anfang richtig schön gewachsen ist, mir gefällt das. Da sind noch 2, wie gesagt, Topinamburs. Da kommen dann auch noch Weidestöcker rein. Das ist aber dann kein Problem. Die hole ich mir dann von dem Teil hier. Hängt sowieso ein bisschen im Weg. Das mache ich aber dann, wenn ich die Topis raus habe. Ja, dann nochmal rundum so. Die 3 Weiden hier übrigens, die haben sich gut durchgekämpft. Also ich würde euch empfehlen, ich hatte mal den Tipp gekriegt, kleine Stöcke am Boden. Das funktioniert bestimmt, allerdings wenn man das alles unkrautfrei hält. Das ist so meine Theorie. Alle größeren haben überlebt, das waren die 3. Und wie gesagt, das Teil da drüben. 2 sind ansonsten durchgekommen. Ich hatte ja schon rundum einmal gepflanzt, der Rest ist eingegangen. Teilweise noch nie mal mehr vorhanden gewesen. Okay. Und da wir hier oben sind, ich habe ja von Herbert noch was geschenkt gekriegt gerade. Und zwar ein Kohlrabi, einen kleinen süßen Kohlrabi. Dafür stelle ich euch mal am besten ab. Ja, das mache ich jetzt mal. Dann zeige ich euch den eben aus der Ferne, weil den kriege ich gar nicht mal so hier hingehalten. Kohlrabi, ja. Sollte über 3 Kilo wiegen. Ist einiges.
Hat er mir geschenkt, konnte er nicht mehr gebrauchen. Ich stehe ja zwar auf Bio, aber ja, geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Und bevor man es wegschmeißt oder so, ich werde es mal testen. Er sagte, von unten kann es so ein bisschen holzig sein, aber oben sollte er gut sein. Das werde ich mal probieren, mal gucken. Den nehme ich heute wohl mit nach Hause. Okay, weiter geht's. Dann habe ich hier einiges an Weidestöcken, die noch in Boden können. Da werde ich mir noch ein Plätzchen versuchen, ist heute nicht dran. Hier habe ich vom Knoblauch die ja, Blüten, wenn man sie so nennen darf, abgenommen zum Trocknen, weil die will ich auch im Boden bringen, gucken, wie sich das entwickelt. Wie man teilweise schon sehen kann, sind die am, warte mal, kriege ich das rauf? So ein bisschen schon am Keimen, das Grüne da so zwischen. Deswegen glaube ich, sind die sogar schon so weit, dass man sie im Boden bringen könnte. Ich habe die kleinen Dinger mal probiert. Hier sieht man auch nochmal die grünen Teile richtig deutlich. Die schmecken Richtung Salami, ganz, ganz so verwunderlich. Also ich esse ja kein Fleisch, keine Wurst, nichts in dieser Richtung mehr. Und aber das erinnert mich total daran. Vielleicht ist das ja Bestandteil von den ganzen Gewürzmischungen da drin. Da habe ich mal so ein kleines Teil von probiert. Mega scharf in diesem Stadium. Aber ich mag das, ich mag das, ich mag das. Ich werde mal weiter rumtesten und euch berichten. Die Weide habe ich übrigens mit dem Teil ringsum in den Boden gekriegt. Das ist selber Weide. Ich habe das erstmal so versucht, dann ging die Rinde schon ab. Und das hat mir richtig gute Dienste geleistet. Stabil genug, um da Löcher ganz tief reinzukriegen. Ihr seht das ja auch ein bisschen an der Verfärbung, dass es auf jeden Fall ordentlich reinging. Oh, und dann konnte ich letztendlich die Weide reinstecken oder reinhauen. Bei solchen Teilen wie das hier natürlich muss ich dann auch reinkloppen. Ja, und ich bin gespannt, was da draus wird. Dann habe ich vor kurzem entdeckt, hier vorne ist ja meine Bank und ja, ein bisschen zugewildert, ich weiß. Übrigens, das Holz hat hier auch noch meinen Garten gefunden. Hat auch ein bisschen Spermel, schätze. Ja, jetzt habe ich meinen Soll getan dafür, das reicht. Ja, hier wächst überall nochmal eine Runde. Oh, da ist nochmal Unkraut zwischen, glaube ich. Können wir mal rausnehmen. Aber wie es aussieht, überall nochmal Rucola. Super genial. Und was mich total überrascht hat, dies hier müsste Thymian sein. Das riecht so intensiv. Könnt mir vorstellen, dass das Bestandteil vom Pizzagewürz ist. Super, super lecker. Ja, und der Rest ist halt hier überall Rucola. Ach, hier sieht man es sogar. Ich werde mal probieren. Definitiv Rucola. Cool, dass er nochmal kommt. Ich freue mich. Da werde ich noch ein bisschen gut von haben. Ich habe das dieses Jahr noch nicht so ausgenutzt gehabt. Aber habe das mir fürs nächste Mal vorgenommen. Fürs nächste Jahr eigentlich. Und nun, ah, oh, die Sonne scheint noch mal kurz durch. Hier ist es ziemlich bewölkt, wenn ihr mal guckt. Ah, da ein bisschen blau zwischen, aber generell ist heute eigentlich grau in grau. Deswegen freue ich mich über jeden Lichtstrahl. Okay, von den Kräutern, wo geht's denn jetzt hin? Ich habe natürlich noch viel mehr von den Weiden übrig, die ich hier vorne platziert hatte, habe ich ja zwischendurch hier hingelegt. Das sind die Reste. Wer das nicht kennt, das müsste in der letzten Gartenrundgang und Spermelschätzen Folge gewesen sein. Das habe ich hier alles ja, ausgeschlachtet, könnte man sagen. Zum Teil hat es halt dann hier reingefunden, aber ich habe ja auch noch mehr vor. Das zeige ich euch jetzt. Hier könnt ihr das schon sehen. Das ist alles so Kram, den ich hier ein bisschen rumsortiert habe. Das habe ich auch nicht mehr so lange liegen lassen oder auf jeden Fall irgendwie in Wasser rein oder so. Ich habe ein bisschen meine ersten Erfahrungen gemacht, also jetzt ohne Anleitung. Ich will mir das irgendwie selber beibringen. Das muss ja irgendwie gehen. Das steckt doch in unseren Genen, dass wir sowas können. Irgendein Weidenkorb oder irgendwas, damit ich hier ernten kann. Das war so mein erster Gedanke. Das hier sollte irgendwie ein Boden werden, der nichts geworden ist. Irgendwas habe ich falsch gemacht, mit Sicherheit. Da werde ich noch ein bisschen rumtüffeln. Ich habe da auch schon Ideen, wie ich das anders machen kann. Dann das Teil. Das ist ja ziemlich flach. War aber mehr... kann ich das jetzt zeigen? Auf jeden Fall ein bisschen tiefer gedacht. Also bestimmt 10 cm. Einfach so eine Schale, so ein Schalenkorb, wie auch immer. Da hatte ich so angefangen. Guck mal, der Teil hält hier schon mal. Da bin ich schon ganz stolz drauf. Und ja, ich werde einfach mal rumprobieren. Habe mir auch ein bisschen was abgeguckt von meinem eigenen Rankhilfe-Bau.
habe ich ja Ranghilfen gebaut mit, was ist das, Sisal, Seil, ach, keine Ahnung, oder Jute-Seil oder so ähnlich heißt das. Ich weiß das gerade nicht aus dem Kopf. Habe das vergessen, ehrlich gesagt. Ich werde euch das mal oben rechts verlinken, was ich da gebaut habe. Es gibt da schon 1, 2, 3, 4 Varianten von Ranghilfen, die ich auf jeden Fall gebaut habe. Und da habe ich quasi mir selber Inspiration gegeben für die Geschichte hier. Und das werde ich einfach weiter verfolgen und euch berichten, wenn sich da was ergibt. Mutters Pflanzen geht soweit ganz gut hier. Die werde ich auch weiter hier lassen. Das Plätzchen ist echt wunderbar. Dann gehen wir noch mal nach vorne. Ich habe natürlich jede Menge Äpfel am Apfelbaum, die runterfallen, runterfallen, runterfallen. Ich habe auch schon ein paar genascht, also beziehungsweise ich konnte sie ja nicht komplett essen, weil Wurm regiert. Aber ja, ich konnte schon vorkosten, wie toll dieser Apfel eigentlich schmeckt und bin total begeistert. Guckt mal hier hinter mir. Ah, sind doch bestimmt noch vorbei für mich. Also auf jeden Fall bin ich mir sicher, da werde ich noch ein paar verschnagulieren können. Ich sehe gerade, hier haben die Wespenparty. Dürfen sie, sollen sie. Ich weiß nicht, wie euch das noch so geht mit den Wespen dieses Jahr. Also ich habe das Gefühl, die letzten, weiß ich nicht, 2 Wochen oder so, haben die ihr Verhalten ein bisschen geändert. Normal konnte ich denen immer zugucken, die waren ganz ruhig und die haben auch ein besonderes Verhalten, habe ich mir auch noch mal erklären lassen. Aber ich habe schon das Gefühl, die haben sich ein bisschen verändert. Also ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt, Futtersuche, was weiß ich. Habe keine Ahnung davon. Habe mir auch einen Stich abgeholt, allerdings nicht von der Wespe, sondern entweder Bremse oder Stechfliege. Habe hier eine Stelle unterm Arm, das war die letzten 3 Tage ordentlich am Jucken. Oder 2 Tage, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. 2 Tage, glaube ich, ist es her. Jedenfalls, ja, so sieht das aus. Nee. Dann. Zu zeigen gibt es hier eigentlich nicht so viel in der Ecke. Ach, ich zeige einmal rauf. Kartoffeln habe ich hier auch mal rausgeholt. Die sind mickrig. Ich habe einfach wieder reingedrückt. Vielleicht wird da draußen noch was. Wenn nicht, dann halt nicht. Ist ein Experiment, könnte man sagen. Und nach wie vor ernte ich von den Tomaten hier. Muss aber sagen, also so zum auf Brot und so haben sich bisher nicht geeignet, weil es immer irgendwo grüne Stellen gibt. Und wenn ich lange warte, dann platzen die auf. Also hier noch an der Pflanze selber. Deswegen will ich die auch gar nicht länger dran lassen. Ah, hier habe ich eine da. Das ist meine kleine. Die würde sich wahrscheinlich eignen zum so essen. Aber die hat bestimmt auch wieder irgendwo eine grüne Stelle. Also das haben die irgendwie an sich gehabt. Das ist eine Bio-Sorte, wie die heißt, keine Ahnung, eine spanische. Mir wurde gesagt, die soll eigentlich schwarz werden, ist sie nicht geworden. Ich glaube, da hat sich die Person vertan. Macht aber auch nichts. Zum Mais, der wächst natürlich noch wunderbar. Ich habe da ein bisschen ein paar Infos eingeholt in der Garten-YouTuber-Gruppe. Und das muss hier so richtig braun werden. Also nicht nur so wie jetzt, sondern so richtig abfallen schon, furztrocken. Und irgendwo soll milchiges Zeug rauskommen, keine Ahnung. Hier kann man also noch mal ein bisschen mehr sehen, wie weit das ist im Moment. Der sieht doch schon mal nach Mais aus. Ich bin begeistert. Wird auf jeden Fall eine Geschichte für den Grill noch werden. Also Grill muss unbedingt noch sein dieses Jahr. Die Kartoffeln hier wachsen auch wunderbar. Und die Kräuter. Oh, hier bildet sich ja was Blütiges. Das wäre cool, wenn ich noch Basilikum gewinnen könnte. Ist auf jeden Fall Bio. Die Minze erholt sich. Die war ja kurz vor Tod, wenn ihr euch erinnert. Und hier Basilikum war eigentlich auch tot, ist auch noch was gekommen. Also zeig ich mal wieder, man soll den Dingen Zeit lassen und Ruhe und Wasser gönnen und Liebe, ganz wichtig. Und dann kommt da auch noch was. Das Bergbohnenkraut, da dachte ich zwischendurch, das geht richtig hin. Mal sehen, wie das heute riecht. Das geht auch in die Thymian-Richtung, wenn das drüben Thymian war. Sehr interessant. Vielleicht ist das auch Thymian. Steffi, du sagtest Bergbunkraut, das glaube ich dir schon. Okay, was passiert noch in meinem Garten? Ich habe hier was richtig Leckeres, und zwar was Rudes Leckeres. Und was Rudes richtig, richtig Leckeres. Und zwar rede ich nicht von der roten Beete, sondern von meinen Erdbeeren. Ja, ich finde, die haben eine richtig schöne Farbe. Und wer das erkennt, hier gibt es eine Herzform. Die und diese hier nehmen, die werde ich heute mal mit nach Hause nehmen für meine Freundin und mich.
Das sind die ersten, die richtig gut aussehen. Ich habe noch schon mal ein paar weggenascht und andere, die sind gar nichts geworden. Ganz merkwürdig, aber ist okay, so wie das ist. Dafür kann man die zwei heute dann genießen. Ist natürlich nicht die richtig große Ausbeute, aber vollkommen okay. Ja, rote Beete da und da wächst. Knoblauch habe ich abgeschnitten. Hier, das ist Knoblauch noch. Die kann ich noch aus dem Boden ziehen. Die lasse ich aber noch in Ruhe, weil, wenn ihr mal guckt, hier oben ist noch was Grünes. Und solange das nicht auch tot ist, lasse ich die da drin. Zu Hause habe ich auch Knoblauch noch. Völlig ausreichend. Und da drüben steckt auch noch einer. Quäke kommt natürlich wieder durch. Zu dem Thema habe ich auch schon Ideen, wie ich die über den Winter loswerde, auf jeden Fall für diese Beete. Und ja, das werde ich verfolgen. Ich hoffe, dass ich das auch umsetzen kann. Das hängt halt noch von ein paar Faktoren ab. Ja, wir sehen gerade, die Sonnenblumen sind schon am Wachsen, gerade frisch gemulcht. Und schon haben die nochmal einen Schub gekriegt. Ich bin auf jeden Fall total begeistert, habe gemulcht. Wer die Folge nicht gesehen hat, ich blende euch das rechts oben mal ein. Sonnenblumen-Video-Teile, ich glaube 4 Stück müssen das mittlerweile sein. Dann haben wir auch noch Steine zu mir gefunden, hier schön für den Wegesrand. Da sieht das alles mal gleich viel schöner aus, wie ich finde. Macht auf jeden Fall ein schöneres Bild her. Ja, und richtig viele Sonnenblumen offen. Ich genieße das. Das ist echt eine runde, schöne Sache. Und hier sind jede Menge, die bald hochkommen. Überall Blüten dran. Das geht bald los. Das werde ich euch natürlich wieder zeigen. Ihr kennt mich, ich liebe Sonnenblumen. Foodsharing-Sache wird benutzt. Gerade Äpfel, da ist noch eine Zucchini von mir zwischen Bohnen, sind schon wieder weg. Da kann ich aber wieder welche zupacken. Ich sehe da jede Menge rote. Da kann ich gleich mal hingehen. Guck, da hängen sie. Die können weg. Ich finde so die ganze Farbgebung von den Bohnen echt schön. Kommt natürlich die Ernte jetzt dazu. Da sind jede Menge Bohnen dran, wie ihr sehen könnt. Ich glaube, die pflücke ich nachher mal ab fürs Foodsharing. Ich selber habe gemerkt, ich bin gar nicht so bohnengeil. Deswegen gebe ich da gerne was von her. Und ja, dann sind das halt bei mir Blümchen. kann ja jeder so halten, wie er möchte. Bei mir sind es dann Blumen. Und zu den Erbsen hier unten, wie gesagt, da werde ich mich noch im Erbsen Teil 2 Video zum Erbsen-Experiment äußern. Das ist jetzt noch nicht dran. Pünktlich für die Sonnenblumenaufnahmen kommt die Sonne raus. Herrlich. Die Bohne dort ist auf jeden Fall die gleiche wie diese hier. Mann, das ist ein richtiger Oschi zwischen. Irgendwer ist das noch. Bisher wurden alle mitgenommen. Ja, und lecker essen auf jeden Fall für irgendwie noch. Hier hängt auch echt überall noch was. Für heute soll es gut sein, ein kleiner Gartenrundgang von mir. Eine kurze, knappe Folge ist es wahrscheinlich wieder nicht geworden. Das kennt mich zu gut, weil Laberababa kann ich eigentlich in jeder Situation, fast in jeder. Das war's dann wieder für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, euer Lars.